Okay, wir müssen jetzt zur Sache kommen. Zeig, was du kannst. Okay. Nein, das geht so nicht. Okay. Du musst die Zunge einsetzen. Das, die Jungs stehen da mega drauf. Du musst, weißt du, so, manchmal kann ich so machen. Es ist so. Okay, probieren wir es nochmal. Viel besser, wirklich. Du brauchst gar nicht mehr schüchtern sein. Weißt du, manche Kerle sind auch so ein bisschen forsch oder so. Deswegen, ich bin jetzt mal ein Mann, ja. Ich werde dir das jetzt einfach mal so vorspielen, ja? Weil du musst mit allem rechnen. Mhm. Auf alles gefasst sein. Was ist denn hier los? Du knutschst mit einem Mädchen? Das ist nicht so, wie es aussieht. Echt nicht. Okay, ja? Ich glaube, ich muss mal gehen. Ich rufe dich an, ja. Hast du überhaupt mal was von Klopfen gehört? Das ist mein Zimmer. Weißt du, wie peinlich das jetzt war? Gerade vor dem Moritz? Das wissen doch gleich alle Nachbarn. Wir haben nur geübt. Knutscht mit einem Mädchen wie eine Lesbe. Du bist doch wohl nicht lesbisch, oder? Woher weiß ich das denn? Was ist, wenn dein Vater das rausbekommt? Du bist doch seine Prinzessin. Ich wollte doch nur wissen, wie sich das anfühlt. Ich hab doch noch nie einen Jungen geküsst. Das heißt, du bist nicht lesbisch, ne? Ach, ein Glück. Sag mir nur, dass du nicht lesbisch bist. Dann ist ja gut. Ja, woher weiß man denn sowas? Warum nimmst du dir denn nicht den Moritz? Das ist doch so ein Lieber. Ihr seid so ein schönes Paar zusammen. Geh mir bloß los mit dem Lappen, ne? Echt nicht. Ey, komm. Ich hab auch keinen Bock mehr. Komm, raus hier. Ja, in meinen Augen hat die Mutter leider alles falsch gemacht. Sie hat nicht geklopft. Sie hat das Mädchen, ihre Tochter, blamiert vor den Leuten, die dabei waren. Und meiner Meinung nach hätte sie auf sie eingehen sollen, auf die Tochter, mit ihr reden sollen. Gucken, was hier überall die Preise dran sind. Ja. Ja. Und auch so hier nach vorne schieben. Wenn das so weiter hinten steht. Boah, ist die scharf. Hier gucken, dass es so nach vorne kommt. So, tun wir mal hier aufbohren. Hier bei den Aktionsflächen immer gucken. Mhm. Dass hier alles ordentlich steht. Ja. Auch hier sind manchmal andere Artikel drin. Aber Sie wissen, Zuverlässigkeit ist das Wichtigste. Ja. Ich muss mich auf meine Mitarbeiter verlassen können. Ja, auf mich können Sie sich verlassen. Das ist schon mal gut. Ja. Frau Gärtner? Haben Sie eigentlich nichts zu tun? Doch. Putzen, putzen, putzen. Immer das Gleiche mit Ihnen. Nicht mal die einfachsten Sachen können Sie. Das ist voll unfair. Das ist übrigens neue Kollegin, Verena Jakowski. Freut mich, dich kennenzulernen. Hi. Nehmen Sie sich bloß kein Beispiel an, Frau Gärtner. Das ist wirklich nicht meine beste Kraft. So, und für den Rest des Tages hier Regale bitte einräumen. Was? Ja, aber erst mal zu Ende fegen. Ey, warum muss ich denn immer die Drecksarbeit machen? Warum kann ich nicht mal an die Kasse oder so? Außerdem ist es voll respektlos, wie Sie mit mir reden. Machen Sie, was ich sage, sonst können Sie gehen. So, wir gucken uns jetzt hier weiter mal die Aktionsflächen an. Hier hinten, da haben wir noch ein paar Aktionsflächen. Okay. Ob ein Arbeitnehmer bestimmte Aufgaben ablehnen darf oder nicht, hängt vom Inhalt seines Arbeitsvertrages ab. In diesem Dokument sind die Pflichten des Arbeitnehmers abschließend geregelt. Verstößt er gegen die arbeitsvertragliche Pflicht, dann darf der Arbeitgeber ihn abmahnen. Sofort kündigen darf er in der Regel aber nicht. Ganz ehrlich, wieso läufst du eigentlich immer rum wie ein Junge? Nimm dir mal ein Beispiel an den Neuen. Voll die heiße Braut. Und was mit dir? Dein Ghetto-Star ist voll out, ja? Und ganz in Form bist du auch nicht mehr. Alter, was ist los mit dir? Ganz ehrlich, komm mal klar. Von so einem Mann träumst du doch. 1000% Sexappeal. Aber du bist leider nicht mein Typ. Sorry. Ich soll hier helfen? Was soll ich machen? Ganz ehrlich, mir wird's hier reichen, wenn du einfach nur daneben stehst und hübsch aussiehst. Tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Sibylle. Hast du einen Druck drauf? Ja, ich bin aber auch mit den Nerven total am Ende. Ja, ich merke, du bist voll aufgeregt. Hör mal, langsam. Was ist, wenn Toni jetzt wirklich lesbisch ist? Das wäre der absolute Horror. Man
Was kann das denn sein? Ist das irgendwie eine Krankheit? Ist das angeboren? Nein, ich glaube, das war einfach nur zum Testen. Die wollte mal gucken, wie das ist, wollte mal ein bisschen üben. So eine Phase, aber ich glaube, die geht auch wieder vorbei. Ich würde mich da nicht wirklich da den Kopf machen. Oder es ist der Dominik schuld, weißt du, der mit seiner ewigen Montage, ich bin immer mit der alleine, die hat ja gar keinen richtigen Bezug zu Männern. Sowas gibt's bei uns in der ganzen Familie nicht, weißt du. Guck mal, hab ich da vielleicht irgendwas falsch gemacht? Ich habe ja früher mal Puppen zu spielen gegeben. Nein, also ich glaube das nicht, ganz ehrlich. Also die meisten Eltern, die haben Probleme damit, wenn ihre Kinder sich outen als homosexuell, weil sie denken, sie haben was falsch gemacht, haben sie falsch erzogen, vernachlässigt. Aber die wollen immer das Beste für ihr Kind, die meisten Eltern. Das ist ja logisch. Das wollten meine Eltern ja auch natürlich. Nur ja, sie denken halt, was sagen meine Freundinnen, die Arbeitskollegen, die denken nicht, was denke ich darüber, sondern die Meinung der anderen ist wichtiger. Eigentlich darf man auf die Meinung der anderen Leute nichts geben. Fuck. Hi. Boah, das ist so ein Idiot, ey. Ich habe auch immer Stress mit dem. Oh, mach dir nichts draus. Aber voll cool, dass du dem die Meinung gesagt hast. Ja, ich hasse solche Typen. Der ist echt voll der Loser. Der denkt auch, der wäre der Geilste. Ja, der Job hier ist eh mega scheiße, aber ich kriege halt voll wenig Taschengeld von meiner Mutter. Die ist einfach so spießig und geizig und mischt sich überall ein. Mega nervig. Ja, meine Mutter ist auch manchmal so, aber eigentlich ist sie ganz cool. Ich bin auch dauerpleite, deswegen muss ich arbeiten. Mein Vater ist damals abgehauen und unterstützt mich null. Das ist eigentlich bei mir nicht anders. Also mein Vater ist halt immer auf Montage, nie da und ja, fast das Gleiche. Also. Ja. Und krass, was hast du da gemacht? Ach, nichts Wildes. Ich habe mich beim Tischtennisspielen hingelegt. Ach so. Ja. Echt cool, Tischtennis spiele ich auch manchmal. Ja? Ja. Cool. Kennst du die Tischtennisplatte da im Park? Ja. Da hast du Bock, da morgen spielen zu gehen? Klar. Ja, cool, 14 Uhr? Mhm. Cool. Ja, dann haben beide ein spontanes Date ausgemacht. Beide wissen, was da los ist. Tischtennis ist der Vorwand, aber ich denke mal, da könnte vielleicht mehr gehen. Ich denke mal, in den Augen hat man, da habe ich das jetzt so mitbekommen, dass die beiden schon so ein bisschen unterschwellig geflirtet haben. So sehe ich das. Sag mal deinen Schläger. Oh ja, Gott. Ist halt so ein billiges Ding. Ich habe halt einfach nicht das Geld, um mir einen teuren zu kaufen. Ja, aber ich kenne einen Laden, da gibt's die günstiger und da findest du auch echt gute. Den kann ich dir gerne mal zeigen. Okay. Spielen wir? Ja, los. Okay. 'Cause you want our bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, see it in your mind, trust that you have what it takes inside. Ja, hier mit dem Boris, ne? Das war voll daneben. Also, voll viele Frauen stehen ja auf den, aber du nicht, oder? Nee, also ich stehe gar nicht auf den. Schon allein dieses prollige Macho-Gehabe geht wirklich gar nicht. Nee. Aber irgendwann wird er schon verstehen, dass ich nicht auf den stehe. Ja, bestimmt. Jetzt habe ich dir ja gezeigt, wie es geht. Jetzt können wir es ja mal ausprobieren, ne? Ja, okay. Kannst du sagen, was du drauf hast? War echt lustig, hat Spaß gemacht. Oh ja, das war richtig witzig. Gibt zwar noch viel zu üben, aber... Warte mal kurz. Oh, meine Mutter stresst schon, ja. Ja, ja, so ist es halt, ne? Ja. Kommt vor. Komm, ich helf dir. Danke. Ist das okay für dich? Ja. Okay. Ich finde das super. Genauso muss man das machen und auch richtig rantasten. Sie hat auch gefragt, ist das in Ordnung für dich, ja oder nein? Und sie hat ja auch ihre Privatsphäre so geschützt und nicht irgendwie so ausgenutzt, perplex gemacht. Finde ich super. Genauso muss das sein, so kenne ich das auch und so wäre ich auch. Mir war sofort alles klar, dass du auf Frauen stehst. Also das wusste ich echt sofort. Echt? Wieso? Ja, klar. So wie du mir im Supermarkt hinterhergegeiert hast, wie du mir auf den Arsch geguckt hast. Ja, da warst du wohl schlauer als ich. Glaubst du mir jetzt, dass Boris mich null interessiert? Ja. Durch
Finde ich echt toll. Ich dich auch. Ich würde echt gern mehr Zeit mit dir verbringen. Machen wir. Boah, geil, geil, geil. Ja, Mann, richtig nice. Was machst du da? Filmst du uns etwa, oder was? Was denn? Geile Nummer. Darf ich mitmachen? Boah, ihr beiden habt's ja richtig drauf. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ihr könnt noch bestimmt viel mehr. Zeig doch mal. Ey, mach das Video. Gib das endlich her. Gib dein Handy. Nee, nee, nee. Genau das kann passieren. Leute kommen, verwenden das gegen einen, erpressen einen, nutzen das aus, wollen wir vielleicht befördert werden oder sind eifersüchtig, neidisch. Wenn ihr merkt, dass ihr gefilmt werdet bei solchen Dingen, sprecht sofort, egal was ist, mit den Vorgesetzten darüber, klärt ihr auf, sagt, was der andere gemacht hat, das muss man unterbinden. Ihr habt ein Recht darauf, euch zu frei zu bewegen und es darf kein Mensch euch heimlich filmen, Fotos machen, das ist verboten. Also das gucke ich mir jetzt schön jeden Abend zum Einschlafen an. Ey, das kannst du doch nicht machen, du kannst uns nicht einfach filmen, das ist verboten. Ganz ehrlich, wenn ihr so doof seid und in aller Öffentlichkeit rummacht, euer Problem, nicht meins. Ey, Junge, lösch das Video, sonst... Sonst was, hä? Kriege ich es sonst etwa mit zwei Kampflesben zu tun? Ach, und wenn du das Video gelöscht haben willst, wirst du mir einen Gefallen tun müssen. Du weißt schon was. Aber keine Angst, es wird dir gefallen. Bisher hat sich noch keine Frau beschwert. Der will, dass du mit ihm ins Bett gehst. Ja, dieser Penner. Jetzt hat er dieses Video. Aber das ist doch eigentlich scheißegal, oder? Ey, man weiß ja gar nicht, was der damit macht. Ich will einfach nicht, dass er das hat. Ja, aber von mir aus kann es die ganze Welt wissen. Ich meine, ich schäme mich nicht dafür, oder? Oder schämst du dich etwa? Nein, aber... Ich finde das einfach scheiße, wenn er das Video hat. Ja, okay, wenn es dir so wichtig ist, dann werde ich mir was überlegen, okay? Okay. Komm her. Mach dir um Boris und das Video keine Sorgen, okay? Ich werde mich darum kümmern. Okay. Ich werde dich vermissen, Baby. Ich dich auch. Na? Was ist mit meinem Angebot? Hast du dir überlegt, ob du das Video gelöscht haben willst? Wenn ja, können wir das jetzt gleich regeln. Hast du Bock? Also, was ich da vorhin beobachten durfte, hat mich echt heiß gemacht. Von mir aus können wir jetzt gleich loslegen. Ja, komm. Ja, Mann, ich wusste doch, du stehst auf mich. Ey, was geht denn hier ab? Ey, und was machst du hier? Kein Platz für dich. Ich hab mein Handy vergessen und... Was guckst du jetzt schon wieder so? Bist du etwa eifersüchtig? Du hast eben nicht alles, was ich eine Frau wünsche. Dir fehlt das gewisse Etwas. Hau ab, du Penner, und verpiss dich! Okay, okay. Wisst ihr was? Ich lasse euch euren Bitchfight mal alleine austragen. Toni, warte, bitte. Ich hab das nur wegen dem Handy gemacht, wirklich. Ich stehe gar nicht auf Jungs. Hier, du kannst es auch selber löschen, das Video. Es tut mir leid, es war einfach nur so schlimm, dich mit dem Kerl zu sehen. Ja, schon okay, stimmt, aber der kann überhaupt nicht küssen, der ist gar nicht mein Typ. Du weißt, ich stehe nicht auf Männer, okay? Und übrigens, das hast du im Lager vergessen. Komm, wir machen einen Tausch.